Ich kann halt dieses verfickte Feuer hier nicht zerstören. Warum? Das ging doch sonst auch immer. Das war mir so klar. Gary, warum? Was willst du? Was willst du? Aufmerksamkeit! Scheiße, ich hab die Aufnahme jetzt an. Tyrox darf nicht sonst Mikro brüllen. Oh, dann stell mich leiser. Nee, geht ja nie, weil wenn ich jetzt auf dem DC tappe, dann hört die Aufnahme einfach mal auf. Oh. Mensch, Cassie. Ein Eichhorn. Das heißt, ich muss leise brüllen. Noch ein Eichhorn. Danke. Okay, wir müssen für Cassie definitiv die Schildkrötenpanzerrutsche bauen. Ja. Ist meine Treppe wirklich so hoch? Ja. Cassies können runterfallen, die ist nicht Cassie sicher. Es ist mir doch egal, ich kann doch von einer 17-Jährigen erwarten, dass sie nicht einfach so eine Treppe runterfällt. Oh Gott, Ike! Ich hab mit dir jetzt nicht gerechnet. Boah, danke. Oh. Ich bin noch nicht so hässlich. Wir sehen alle gleich aus. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, ey? Boah, Tyrox. Wo bist du eigentlich gerade? Sag ich nicht. Cassie, geh mal da drauf. Der Runterfall. Da du bist da letztens schon mal runtergefallen. Ich werde da jetzt nicht nochmal reinfallen. Da müssen wir irgendjemanden runterlocken. Wie wär's mit. Hier, was ist denn eigentlich mit Seifenoper? Der scheint doch gar nicht mehr zu kommen. Frage, wollen wir vielleicht mal die Nacht überspringen? Ja, wäre schon geil so, ne? Guckt erstmal, auf welchem Stand die Sonne ist. Welche Sonne? Was für eine Sonne? Mond. Mann, bin ich behindert. Ich glaube, der geht gleich unter. Okay, gut, dann lohnt sich's nicht. Nee, dann lohnt sich's nicht. Bei mir schon. Also bei mir ist es okay. Oh, Cassie, quietsch nie so rum wie ein abgestochenes Ferkel. Ich kann schlafen. Nee, es lohnt sich nicht, weil wir dann mitten am Tag aufwachen. Also das lohnt sich nie, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Egal, währenddessen fahre ich noch ein bisschen Fisch. Jetzt nicht die Tür aufmachen. Nein, mache ich nicht. Ist das... Cassie, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die Tür aufmache? Redest du von der Tür, die schon lange offen ist? Come on! Ja, genau die meine ich. Da. Ja. Oh, ich brauche Holzstämmchen. Knochen für mich. Wer braucht was? Einen Knochen. Cassie, wir sind Kerle, wir haben immer Knochen. Oh Gott, Hilfe. Ich habe leider nur Schädel. Doch, hier. Darfst du dir einen haben? Einen, ich beobachte dich. Und Leute, ich brauche auch noch drei Rüstungsteile. Ein verbesserten Speer. So. Ich bin jetzt krass. Was, du hast jetzt erst den verbesserten Speer? Cassie, was ist los mit dir? Genau, was ist los mit dir? Oh, nee, das muss ich schon mal aufnehmen. Das setze ich. Fragst du mich ernsthaft? Das setze ich jetzt der Cassie ins Haus. Nicht dieses Ding, was du. Nein. Nein, ich weiß, was du. Nein, ich mache nichts Schlimmes in dein Haus. Wirklich? Oder wollen wir. Tyrox, komm mal mit zu Melvin. Wir machen das bei Melvin. Cassie ist so ein kleines Mimöschen. Oh. Deins entgegen. Ey. Ah. Das ist so blöd. Oh, der hat Essen. Feines Cassie. Oh, und trinken hat er. Oh. Immer schön die Zähne aufsammeln. Oh. Oh. Boah. Tyrox, ernsthaft? Wollen ich? Ah. Ja, was denn?
Hier, pass mal auf. Ja. Warte, warte, warte. I, und. Was war das? Ich hab hier gerade vergammeltes Fleisch hingehauen. Das sieht halt immer aus, als ob man da hingeschissen hat. Und Cassie hat das Pupsgeräusch gemacht. Hey. Was? Auch wenn es stimmt. Ja, ist halt so, ne? Cassie gibt das nie zu. Aber wer schon einen Vibrator vom Mikrofon benutzt? Ja, hat's verdient. Ach, Cassie, du weißt doch, 9 von 10 finden Mobbing klasse. Ja, wir können das vorher mal ein bisschen kleiner werden. Hä? Ist das ein Arm? Ja, das ist ein Arm. Das ist ein Fuß? Ja, das ist auch ein Fuß. Nein. Dann geh dir welches holen. Einfach mehr. Du hast doch jetzt eine Kettensäge. Sieht das an wie ein Pferd? Ja? Nein, 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 nein! Oh, 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 oh. Der war auf der Mauer, der ist auf immer beim Tor runtergefallen. Ich habe einen Schock bekommen. Hilfe! Da hinten läuft auch einer, da laufen ganz viele. Ach du Heilige, mach mal bitte die Tür zu, Eike, hier vorne. Ja, ich bin gefangen. Hallo, ja, no? So, ich geh mal kurz neues Spielzeug für Cassie besorgen, ne? Okay. Warum? Seit wann klettern die? Die klettern einfach Häuser hoch. Wer? Sind hier zu viele von denen. Die Eingeborenen? Ja. Du musst aufpassen, wie du dein Haus baust. Mir ist das letzte Mal aufgefallen, dass die über die Mauer kommen bei euch hinten. Ich weiß. Oh, scheiße. Oh, das ist mir so unsicher hier. Gerade Holzfarm. Was war bei der grünen Dings da? Pfeile. Ah, gut, die brauche ich auch. Wo war die Höhle mit der Axt nochmal? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Okay. Also wenn ich so weitermache, ist das ein Handkleid down. Oh. Oh, der Mutant ist wirklich down. Cool. Erstmal Mutantenhaut safen. Mich auch. Ja, dann viel Spaß. Ich renne mit Absicht dort jetzt weg, weil dort noch Haufen Eingeborene sind. Ja, ich hab's gesehen. Wo hab ich? Ach, da ist mein Rüstungsständer. Der ist komplett voll, Gott. Aber die stecken hinten fest. Cool. Naja, sollen sie ihren Spaß haben. Ja? Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Ich möchte einfach nur Spielzeug für Cassie holen. Oh, das passt. Das klappt geil. Bitte. Oh fuck, die greifen mich an. Oh, da ist einer mit weiß, mit schwarzen Kreuzen. Ob ich den verbrenne? Nein, 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 nein. Warum denn, Cassie? Was ist denn los? Alles. Ach, Cassie, die will nur nicht zugeben, dass, ja, diese weißen Teile so geil findet. Nein.
Cassie, weißt du, das ist normal. Hilfe. Keine Sorge, Cassie, das ist vollkommen normal. Ach, ich hab ja wieder keine Uhren für Bomben. Scheiße. Ich muss eindeutig auch wieder in eine Höhle gehen. Ich hab keine Kettensäge. Nein? Was, warum ist direkt bei der Höhle? Oh lol, ich ja auch nie. Wir haben ja nur die Rezepte geholt das letzte Mal, diese speziellen. Besonders der Mutant geht auch noch zur Höhle hin. Wollt ihr vielleicht einfach mal wieder die Tür zumachen, irgendwie, irgendwann Cassie, mal? Ich bring dir Freunde mit, okay? Oh. Was soll, Alex, soll ich riskieren, dass ich den, soll ich die Mutanten töten? Verbrennen? Das sind mir irgendwie langsam echt zu viele hier. Du kannst gerne versuchen, den Mutanten zu töten, klar. Oder soll ich das versuchen? Mach, los! Ich habe Angst. Deswegen gehe ich erstmal auf den Berg. Warum versammeln die sich alle an dem einen Haus? Gute Frage. Was ist da? Jetzt mal ernsthaft, die hauen alle auf dieses Haus ein, obwohl da niemand drin ist. Lass sie doch! Ich bin falsch gelaufen. Schaden. Nein, der Mutant ist weg. Ich wollte noch die Haut haben. Ja, Tor ist zu. Rennen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Hinten zwischen Tür, zwischen Haus und Mauer. Hängen die da fest? Einer, die anderen sind alle rausgerannt. Und eine habe ich ja jetzt gekillt. Gott, oh Gott. Ja, super. Das kann man gebrauchen. Was? Dazu haben. Da. Ja, ich hab's getötet. Juhu. Oh, schön. Erstmal meine ganze Pfeile wieder. Oh, ich muss dann auch Pfeile holen gehen. Aber vorher brauche ich den Köcher. Ja, den Köcher. Muss mal gucken, wie ich den herstelle. Die alle in diesem Haus drin. Na, da hast du es doch dann einfach, die zu killen. Nee, eben nicht, weil die können ja einfach rausrennen. Dann halt sie fest. Ach, Cassie, machst du doch nicht so schwer. Dieses Spiel ist nichts für mich. Sagte sie und spielte trotzdem weiter. Aber es ist trotzdem nichts für mich. Aber ich mag's. Ah! Ja, okay. Oh Mann. Oh, da war der Schädel weg. Ach Gott, diese Mikrolex. Ja, Cassie, genau, los, penetrier sie. Sie rennen außen rum. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Dann trink eine Soda. Ich außen. Yeah. Ich habe nur langsam nicht mehr so viel. Oh ne, ich war ja hier offen. Okay, schau mal. Oh ne. Das ist da, wo ich die ganze Zeit den Ausgang gesucht habe. Oh ne. Eigentlich, das kann lange dauern. Warte mal, ich. Oh nein! Ja, gut. Ihr. Dann dauert es halt. Ist ja nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Dynamit für Cassie holen. Ja, toll, Dynamit holen, da hätte er was sagen können, hätten wir alle zusammen gehen können.
Ja, aber das... Die Frage ist jetzt eigentlich... Ach nee, warte mal, hier war das Katana. Ja, merkt ihr mal bitte die Höhle. Da... Hab ich orange markiert. Okay, sehr gut. Komm her, danke. Ja, komm her. Ja! Also ein Eingang der Höhle, ne? Cassie, ich bin schon lange da. Das musste jetzt noch sein in der Folge. Ja. Okay. Ich hab einen gekillt. Wow, ich hab schon zwei gekillt und einen Mutant, den ich aus Versehen reingelassen habe. Oh, jetzt kommt die Cassie ernsthaft in mein Haus? Hast du kein eigenes Feuer? Nee, weg. Cassie, hier lag einer mit schwarzen Kreuzen, ein Weißer. Du legst ernsthaft noch einen drauf? Das ist doch nicht dein Ernst. Also da brauchen wir uns jetzt nicht wundern, wenn hier Schneckenmonster ankommt. Mal weg. Ja, warte mal, wann kommen Schneckenmonster? Wenn man die weißen mit den schwarzen Kreuzen drauf verbrennt. So wie ich gerade. Oh, da ist noch ein Mutant. Ernsthaft? Kann ich wissen, kann ich einen Fisch haben? Habe ich jetzt gar keinen. Wenn sie noch gut sind, klar. Aber sammel erstmal deine Knochen ein, bevor die despawnen. Den Schädel habe ich mir genommen. Kein Platz mehr. Fisch. Schnecki, Schnecki, Schneck, Schneck, wo bist du? Das ist eine gute Frage, Alk. Ich schlock das dann zu Cassies Haus. Das ist nicht besser. Ich weiß. Ich geh mal leiden. Oh, naja, weil du die Frau bist. Alter, wie weit geht's denn bitte schön nach oben? Schon wieder so ein verficktes Eichhörnchen, ey. Kann da nicht einfach mal ein scheiß Kanickel drin auftauchen? Also ich habe eben zwei gefangen. Naja, nee, in meinem Hasenfanggerät. Ja. Ach, Alter. Oh nee, nicht dein Ernsthaft? Wen ist das? Du hast einen von mir geklaut. Eins. Bin ich gefarmt. Eins? Das waren zwei. Nimmst dir doch. Wenn du das Holz unbedingt brauchst, dann nimmst du dir. Ich brauch's. Sieh doch mal mein Haus an. Das ist noch nicht mal ansatzweise. Ich hab doch gerade gesagt, wenn du das Holz brauchst, dann nimmst du dir. Ich brauch's doch vorerst. Und wenn du weiter diskutierst, Cassie, verfütter ich dich an den nächsten Mutanten, der hier auftaucht. So. Cool. Der macht dann mit dir Liebe. Aber so, richtig. Das ist weniger cool. Cassie, aber dann richtig. Und dann kannst du dich dann kannst du dich schmutzig vorkommen, so. Okay. Aber richtig. Und das war jetzt eine gewisse Anspielung. Ist bald fertig, yay. Tyrox, wenn du dir schon im Pfeillager warst, ich hoffe, du hast den Topf mitgenommen. Ich bräuchte hier an dem Baum noch einen, damit wir vier Harzsammler haben. Ja, habe ich. Sehr schön. Wenn ich zurückkomme, dann mache ich das. So ein kleines, großes Problem, dass meine Treppe in meinem Haus keinen Durchgang hat oben. Frage ist jetzt eigentlich nur noch. Ach, Cassie, du machst Sachen. Warum hat das keinen Durchgang? Frag mich doch nicht. Hab ich aber. Keine Ahnung. Schau dir das doch mal an. Die Frage ist jetzt aber eigentlich nur, wo ist die Höhle? Im Höhlenversteck. Ja, das ist ja auch da.